Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute haben wir den Golf 7R wieder im Haus und er bekommt den neuen Heckdiffusor. Neu deswegen, weil er auch eine Produktneuheit ist, aber auch weil er in ABS-Kunststoff gefertigt ist. Da werden wir jetzt in Zukunft auch immer mehr Bauteile drauf fertigen, gerade im Besonderen auch die Heckdiffusore, weil man hier ganz klar den Vorteil habe mit der Passgenauigkeit und ihr werdet später sehen, wir haben keine Anpassungsarbeiten mehr vorzunehmen. Zudem habt ihr dann auch noch den Vorteil, dass ihr natürlich zwischen verschiedenen Oberflächenvarianten wählen könnt. Sprich, wir haben einmal Hochglanzschwarz, matt strukturiert, in einer Carbonoptik oder auch in einer lackierfähigen Oberfläche. Somit habt ihr einen viel breiteren Spielraum, um das Ganze natürlich individuell auch auf euer Fahrzeug zu gestalten. Und wie man das Ganze jetzt hier im eingebauten Zustand vom Stoßfänger montiert, zeige ich euch im nächsten Step. Zunächst müssen wir den Diffusor jetzt hier unten lösen. Wir haben hier werkseitig zwei feste Fixierungen, damit der Diffusor im unteren Bereich vom Fahrtwind auch nicht rausgezogen wird. Das funktioniert ganz einfach, indem wir hier die Schrauben rausdrehen. Und dann einfach hier ein bisschen dran ziehen und dann kommt der Clip schon raus. Etwas aufwendiger ist das Ganze jetzt mit dem Diffusor selbst. Der Diffusor ist in den Originalstoßfänger reingeklipst. Das Ganze hebt natürlich richtig bombefest. Und am besten nehmt ihr dafür entweder eine Plastikrake oder auch so einen Ausziehstift für Kunststoffspreiznieten. Da eignet sich eigentlich am besten dazu. Ich habe hier unten einen Clips, den wir hier schon vorgelöst haben. Hier fahrt ihr einfach mit dem Werkzeug drunter, müsst das ein bisschen aushebeln und dann könnt ihr das Ganze rausziehen. Und das Ganze natürlich auch von innen. Hier seht ihr, wie die ganzen Klipse fixiert sind am Originalstoßfänger. Das ist natürlich etwas Arbeit, das rauszukriegen, aber auch hier einfach mit dem Werkzeug etwas runterdrücken und dann könnt ihr den Diffusor nach außen wegziehen. Wie bei aller Bauteile müssen wir natürlich trotzdem immer zuerst die Passgenauigkeit kontrollieren. Das heißt, wir stecken den Diffusor jetzt einmal rein. Wie ihr seht, der rutscht überall sauber in die Führung rein. Und auch hier könnt ihr nochmal sehr genau, die Passgenauigkeit ist echt bombastisch. Die Spaltmaße sind schön gleichmäßig und wir haben ein perfektes Sitz vom Bauteil. Hier neben setzen wir uns jetzt eine Markierung. Warum wir die uns hier setzen, zeige ich euch gleich. Einmal links außen und auf der anderen Seite von der Auspuffanlage ebenfalls. Die Markierungen haben wir hier gesetzt, um nämlich die mitgelieferten Blechmuttern jetzt zu fixieren, an welcher Position sie später sind. Weil durch die Schraube tut ihr dann auch den Diffusor fixieren, damit er nicht rausrutschen kann aus der Halterung. Dafür brauchen wir dann jetzt ein Loch hier. Jetzt, bevor wir den Diffusor vollständig einsetzen, ziehen wir die Schutzfolie ab und dann kommt uns das wunderbare Glanzschwarz entgegen. We'll be right back.
Hier haben wir natürlich das Problem, dass wir die Schraube nicht reinsetzen können, weil wir direkt am Querträger anstehe. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, mit dem Heißluftföhn diese Lasche hier zu erwärmen. Hier brauchen wir einen Temperaturbereich von ca. 160 bis 180 Grad. Und dann könnt ihr die Lasche einfach nach unten klappen und ihr habt somit den Diffusor auch gesichert gegen das Rausrutschen. Und schon kann der Diffusor nicht abhauen, wenn der Fahrtwind kommt. Zu guter Letzt müssen wir den Diffusor jetzt noch von unten befestigen. Wir haben hier die originale Fixierungspunkte, die können wir leider in der Hinsicht nicht mehr nehmen, in Form von den alten Clips. Deswegen habe ich mich jetzt hierfür entschieden, Kunststoffspreiznieten zu nehmen. Die sind erstens mal schon schwarz und haben genau gleicher Effekt von der Haltung her. Das heißt, wir markieren uns hier die Stelle, wie wir den Diffusor befestigen müssen. Ich bohre hier das Loch dafür. Dann nehme ich die Spreiznied, stecke sie rein und tue sie von der Rückseite nochmal mit einer Unterlegscheibe kontern, damit natürlich die ganze Geschichte auch sauber hält. Der Diffusor ist jetzt im Handumdrehen montiert gewesen. Ich finde es eine total geile Optik, bin übelst begeistert von dem ABS-Kunststoff. Es sieht echt klasse aus und hier sieht man natürlich auch ganz klar den Vorteil, dass wir von der Konstruktion bis zur Fertigung im Haus diese Bauteile komplett made in Germany bearbeiten. Und Sachen Qualität gibt es da echt nichts zu meckern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und liked und teilt das Ganze natürlich fleißig in die Welt hinaus. Und schreibt doch auch gerne mal eure Meinung unter das Video, ob die Tipps hilfreich sind für euch und wie ihr den Diffusor findet. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.